hat sich hinten die Tür geschlossen. Das war ein ganz geheimes, verabredetes Zeichen, dass wir jetzt beginnen können, dass der Besucherinnenanstrom langsam versiegt. Wir sollten auch langsam anfangen. Ich freue mich sehr, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Ich freue mich an Ihrem Interesse, an einen, davon bin ich ganz fest überzeugt, ganz besonderen Abend heute hier im Münzenbergsaal in Berlin. Es geht um Reisende und es geht um bittere Brunnen der Weltrevolution. Sie wissen es, bei dieser Ankündigung spielen wir natürlich mit dem Titel von zwei Büchern. Zwei Bücher, die nach meinem Dafürhalten zu den wichtigsten Veröffentlichungen zählen der letzten Jahre auf dem Feld der historischen Kommunismusforschung, sowohl was die Erforschung des Kommunismus betrifft, als auch bezogen auf ein tieferes Verständnis der Geschichte des Kommunismus. Ins Gespräch kommen wollen wir also über Reisende der Weltrevolution, eine Globalgeschichte der kommunistischen Internationale, geschrieben von Brigitte Studer. Und wir wollen ins Gespräch kommen über Bittere Brunnen, Hertha, Gordon Walcher und Der Traum von der Revolution von Regina Scheer. Ich bin außerordentlich glücklich, dass Sie beide unserer Einladung heute hier nach Berlin zu kommen gefolgt sind. Mein Name ist Uwe Sonnenberg, ich arbeite als Historiker bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Ich darf heute hier mit durch den Abend führen und Sie beide ganz herzlich begrüßen. Brigitte Studer ist Historikerin und emeritierte Professorin der Universität Bern. Sie lehrte in Genf, Zürich, St. Louis, Glasgow und Paris. Ihre Forschungsschwerpunkte liegen in der Frauen- und Geschlechtergeschichte. Sie forscht zur Geschichte der Staatsbürgerschaft und insbesondere auch zur Geschichte des internationalen oder auch transnationalen, darauf kommen wir sicherlich noch im weiteren Gespräch, politischen Engagements im Kommunismus der Zwischenkriegszeit. Ihr 2020 im Surkamp Verlag veröffentlichtes Buch wurde weit über die Kreise akademischer Forschung hinaus gelobt. Neben ihr Regina Scheer. Sie studierte Kultur- und Theaterwissenschaft, arbeitete als Journalistin, Redakteurin und Publizistin. Seit der frühen Jugend publizierte sie auch literarische Texte. 1992 erschien ihr erstes Buch, seitdem einige dokumentarisch-literarische Bücher zur deutsch-jüdischen Geschichte und zwei Romane. Viele von Ihnen kennen Mach Handel aus dem Jahre 2014 und Sie wissen spätestens auch seit dem Jahre 2019, dass Gott im Wedding wohnt. Regina Scheer ist noch ein paar Tage lang die aktuelle Preisträgerin des Leipziger Buchpreises in der Kategorie Sachbuch. Ich finde völlig zu Recht. Und nächste Woche werden wir erfahren, wer Ihnen folgt. Herzlich willkommen, Frau Scheer. Diese genannten Bücher, das erlauben Sie mir bitte gleich einzuschieben, finden Sie draußen auch auf dem Büchertisch alle zu erwerben. Da sitzt Birgit Ziener, die jetzt draußen auch leider sitzen muss. Von der Helen Panke, die Helle Panke, die zusammen mit dem Berliner Münzenberg Forum und der Rosa-Luxemburg-Stiftung hier Mitveranstalterin des heutigen Abends ist. Als dritten, den ich begrüßen darf, der Herr neben den beiden Autorinnen. Mein Co-Moderator Wladislav Hedeler, wer sich in den vergangenen Jahrzehnten und sei es auch nur kurz irgendwann mal intensiver mit historischer Kommunismusforschung beschäftigt hat, wird auf ihn gestoßen sein als Autor, als Übersetzer für die frühe Geschichte der Kommentaren, aber auch bezogen auf die Schauprozesse in den 30er Jahren in der Sowjetunion hat er sich einen Namen gemacht. Ich kenne niemanden, der das Moskauer Kommentarenarchiv und seine Bestände so gut kennt wie Wladislav Hedeler. Auch darauf werden wir zu sprechen kommen. Ich freue mich, dich hier auf dem Podium mitzuwissen. Im Folgenden werden der Kollege Hedeler und ich ein paar Fragen richten an Brigitte Studer, an Regina Scheer. Wir lassen, und das ist für mich wirklich auch ein Experiment, Geschichtswissenschaft auf Literatur treffen. Ich hoffe, dass es funktioniert. Wir wollen tiefer einsteigen in die Frühgeschichte der Kommentaren
Und wir wollen natürlich auch gemeinsam schauen, was daraus wurde. Ich war, das darf ich auch schon sagen, total begeistert, jetzt nur in 5 Minuten zu erleben, wie Sie beide sich im Vorgespräch auch schon kennenlernten. Die beiden sitzen gerade das erste Mal nebeneinander. Es ist wirklich ein besonderer Abend. Nach einer guten Stunde öffnen wir das Podium für Sie und Ihre Fragen nach den vielen Rückmeldungen vorab. Da bin ich auch überzeugt davon, glaube ich, dass viele von Ihnen auch ins Gespräch kommen wollen mit Brigitte Studer und Regina Scheer. Doch bevor wir hier auf diesem Podium beginnen, möchte ich meine erste Frage an Sie, hochverehrte Gäste, richten. Wer von Ihnen hat denn die bitteren Brunnen von Regina Scheer bereits gelesen? Wenn Sie vielleicht kurz mal... Gut, vielen Dank. Danke, das ist ein eindrücklicher Eindruck. Und wer von Ihnen konnte sich schon den Reisenden der Weltrevolution von Brigitte Studer widmen? Ja, danke. Und jetzt, wer von Ihnen durfte bereits beide Werke genießen? Oha! Okay, danke schön. Wir zeichnen diesen Abend hier auf dem Podium auf. Für die Dokumentation darf ich das Ergebnis, wie ich es so schnell zumindest hier erfassen konnte, wiedergeben. Der Münzenbergsaal ist sehr gut gefüllt. Wir sind vielleicht etwa 150 Menschen. Davon hat die Hälfte schon die bitteren Brunnen, habe ich das richtig ungefähr wahrgenommen, genossen oder wird die bitteren Brunnen genossen, eingetaucht in die bitteren Brunnen. Vielleicht weitere 25% hat sich mit den Reisenden in der Weltrevolution beschäftigt und nur ganz wenige bislang beide Bücher gelesen. Ich glaube, das ist eine super Steilvorlage für Sie beide, der jeweils anderen Hälfte oder den noch fehlenden Teil als erstes doch mal ganz kurz zu erzählen, was haben Sie denn da eigentlich für Bücher geschrieben? Ja, und warum, vor welchen Hintergründen, mit welchen Motiven, Frau Studer, wenn Sie vielleicht beginnen wollen. Also zuerst mal vielen Dank für die Einladung. Ich bin sehr geehrt, dass ich hier im Münzenbergsaal sprechen darf und ich freue mich auch, Regina Scheer kennenzulernen, die beiden Moderatoren, die hatte ich ja schon das Vergnügen, die kenne ich schon. Ja, also die Frage, weshalb habe ich dieses Buch geschrieben? Ich bin ausgegangen von der Frage, welche Geschichte kann man eigentlich heute noch über die Komintern erzählen? Also wie kann man über die Komintern schreiben? Und also mein Ausgangspunkt war eigentlich eine Frustration über viele Arbeiten, die zum Kommunismus geschrieben worden sind, weil sie sehr institutionell orientiert waren. Das ist sicherlich ganz notwendig, aber ich fand, wo sind da eigentlich die Menschen? Also mich hat interessiert, wie kann man das eigentlich auch anders erzählen? Es gibt ja in der Geschichtswissenschaft mittlerweile schon sehr viele Ansätze, die es erlauben, diese Geschichte auch anders zu erzählen. Ich meine jetzt natürlich kulturhistorische Ansätze, die also auch eine Kulturgeschichte des Politischen oder eine Sozialgeschichte des Politischen möglich machen. Dann natürlich geschlechtergeschichtliche Ansätze. Das ist etwas, was mir bislang sehr oft gefehlt hat in den Arbeiten zur Geschichte der Komintern. Ich habe sicher nachher noch die Möglichkeit, darauf zurückzukommen, was das bedeutet, wenn man einen geschlechtergeschichtlichen Ansatz verwendet. Und wichtig waren mir auch praxeologische Ansätze, also Praktiken. Was wurde eigentlich gemacht? Wie wurde gehandelt? Und nicht zuletzt natürlich, was in den letzten Jahren auch wichtig geworden ist, diese Raumdimension. Also das Globale und das Transnationale. Denn seltsamerweise hat man die Geschichte des Kommunismus, der kommunistischen Internationale, ja sehr oft als nationale Geschichte erzählt. Also wurde die Geschichte der KPD, der KPS, der BISF in Frankreich und so weiter. Aber sehr wenig eigentlich diese andere Ebene, eigentlich übergeordnete Ebene, die transnationale Ebene und die globale Ebene. Und ich hatte vor einigen Jahren auf Englisch ein Buch publiziert, The Transnational World of the Cominternians. Und da habe ich mich damit befasst, also wie hat eigentlich diese Lebenswelt in Moskau ausgeschaut, auf transnationaler Ebene, aber es war eigentlich Moskau fokussiert.
Und ein Rezensent hat dann bemerkt, und auf die 30er Jahre, natürlich dann sehr viel Terror, also die Geschichte des Terrors. Und ein Rezensent hat dann bemerkt, ja, aber man versteht gar nicht, weshalb diese Leute sich das alles angetan haben. Also warum haben sie sich eigentlich engagiert? Denn das Leben in Moskau in den 30er Jahren war eben einfach kein Zuckerlecken. Und dann habe ich mir gesagt, ja, eigentlich muss man früher beginnen. Was ist am Anfang geschehen? Also was passierte 1919, was passierte in diesen Jahren eigentlich, dieses unglaubliche historische Zeitfenster zwischen 1918 und grosso modo 1923, also als man Revolutionshoffnungen eigentlich konkret, fast konkretisieren konnte. Ich denke natürlich an die deutsche Revolution in erster Linie, aber Deutschland sollte ja nur ein Anfang sein. Und dann habe ich mir gesagt, ja, also man muss ja wirklich auch übergreifend, also nicht nur national und nicht nur in den 30er Jahren, sondern global. Die Internationale ist ja nicht eine globale Organisation gewesen, also darüber schreiben. Dann habe ich mir überlegt, also wie kann man das am besten machen, indem diese Entsandten, Revolutionärinnen und Revolutionäre, deren Geschichte nacherzählt wird. Das war eigentlich die Ausgangsidee. Und vielleicht noch ein paar Punkte zu Komintern, weil ich denke, das ist auch wichtig zu sehen, nicht nur dieser historische Kontext, also diese revolutionäre Phase, diese Jahre nach dem Ersten Weltkrieg, sondern was hat dann die Komintern diesen Leuten eigentlich angeboten? Jetzt nicht auf individueller Ebene, da können wir vielleicht noch darauf zurückkommen, aber was war neu an der Komintern im Unterschied zur sozialdemokratischen Partei, die ja auch international orientiert war, die dann allerdings den Internationalismus ein bisschen beiseite geschoben hat, mit dem Kriegseintritt, wie man weiß, und der Unterstützung der Militärkredite. Aber die Komintern hat meines Erachtens ein radikal utopisches Programm angeboten. Also es ging um eine neue Weltordnung und es ging um eine neue Gesellschaftsordnung. Dabei war natürlich auch ein neuer Mensch gedacht. Das ist der erste Punkt. Dann der zweite Punkt, die Komintern hat ein ganz neues Modell des politischen Engagements angeboten. Und zwar ein professionalisiertes Modell. Also es war eigentlich im Zuge des Rationalismus, der Rationalisierung mit den 20er Jahren die Idee, also auch Politik, muss professionell gemacht werden, nur en passant, natürlich Max Weber hat das auch schon gemerkt. Die Komintern hat das realisiert, professionelle Revolutionärinnen und Revolutionäre. Dann hat aber auch die Komintern eine Erweiterung der Kampfzone gebracht, nämlich, dass dieser Kampf, der in den sozialdemokratischen Parteien trotz sozialistischer Internationale doch vorwiegend auf nationaler Ebene stattfand, dass dieser Kampf nun global geführt werden sollte. Das ist der dritte Punkt. Und der vierte Punkt, das ist die Erweiterung der Kategorie des politischen Subjekts. Also die Komintern hat nicht nur sozusagen die klassischen politischen Akteure in den Blick genommen, sondern auch Kategorien, die bislang vernachlässigt worden sind, nämlich die antikolonialen Kräfte und die Frauen, also das weibliche Geschlecht. Und da denke ich, das ist auch eine Erweiterung der politischen Subjekte in der Intention der Komintern gestanden. Und das sind so auf der eher abstrakten, allgemeinen Ebene Punkte, die meines Erachtens für die Zeitgenossinnen und Zeitgenossen relevant waren, dass sie sich nun in dieser neuen Organisation engagiert haben.
eben von der Sozialdemokratie weg und auch die kleinen Gruppierungen, die entstanden, die sich dann der Komintern angeschlossen haben. Und dadurch ist ein globales Zirkulationsnetzwerk entstanden, da sind Ideen zirkuliert, da sind natürlich auch Menschen zirkuliert, aber da ist auch viel Material zirkuliert, Geld, Waffen, Zeitschriften, also viel Papier ist dann natürlich über die verschiedenen Länder verschoben worden. Und das ist meines Erachtens so der Kontext, der erklärt, über, also sozusagen das Angebot des politischen Handelns, nicht nur der historische Kontext, dass politisches Handeln nötig wurde in der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg, sondern dass es nun sozusagen ein Möglichkeitsangebot gab, das machen wir so. Ja, so. Vielen Dank. Und Frau Scher, was haben Sie für ein Buch geschrieben? Ja, also ich bin erstmal nicht ausgegangen von der politischen Bewegung, sondern von der einzelnen Biografie. Also ich kannte Hertha Gordon oder Hertha Walcher seit meiner Kindheit und habe sie ist 1990 gestorben, also wenige Tage nach der Wiedervereinigung, wenige Wochen nach der Wiedervereinigung, und hat also erlebt den Zusammenbruch all der Ideen, für die sie gelebt hat. Sie ist schon als Kind 1905 mit russischen Sozialrevolutionären in Bewegung die hat bestimmte Lieder das erste Mal gehört und die Idee von der Revolution war, seitdem sie ein elfjähriges Kind war, sie ist 1894 geboren, war in ihr. Und dazu kommt, dass sie war ein jüdisches Mädchen aus Königsberg, dass der liberale Rabbiner Vogelstein, der in der Welt des liberalen Bürgertums bis heute Namen hat und der übrigens auch der Rabbiner von Hannah Arendt war, die auch aus Königsberg ist, aber ein paar Jahre jünger, dass dieser offenbar wunderbare Lehrer, der dieser Rabbiner war, sie nicht nur mit der Bibel vertraut gemacht hat, sondern auch mit einem sehr emanzipatorischen Gedanken. Dazu gehörte, dass er meinte, Mädchen müssten auch einen Beruf erlernen, was ja gar nicht selbstverständlich war. Und dass er ihr, sie kam aus einer armen Familie, ermöglicht hat, in London eine Berufsausbildung zu haben. Und das war der Zufall, den es vielleicht nicht gibt. Gershom Scholem hat mal gesagt, in den Zufällen zeigen sich uns die Engel. Also in London hat sie im Theater zwei damals berühmte Frauen, berühmt nicht, aber zwei bedeutende Frauen, der junge Frauen noch der Frauenbewegung kennengelernt, Bertha Braunthal und Toni Gernsheimer im Theater. Und die haben, als sie Pygmalion angeguckt hat im Königlichen Theater, und die haben sie vertraut gemacht mit Marx mit Clara Zetkin. Aber das habe ich da alles beschrieben. Ich bin also ausgegangen von dieser einen Biografie. Und diese Frau hat auch, wie die vielen Protagonistinnen in Brigitte Studers Buch, ihr Leben der Revolution gewidmet. Ja. Und sie hat auch in den ersten Jahren für die Komintern gearbeitet. Darüber weiß ich nicht viel. Ich weiß nur, dass es so war, dass sie unter verschiedenen Namen durch die Welt gereist ist, Kurierdienste gemacht hat. Und sie war die Sekretärin von Clara Zetkin viele Jahre. Aber ihr Weg und der Komintern gingen nur gemeinsam bis in die Mitte der 20er Jahre. Dann haben ihr Mann Jakob Walcher, also geheiratet haben sie erst 1942 in New York, aber zusammen waren sie seit 1920. Und die wurden 28 aus der Partei ausgeschlossen, hatten aber schon 25 Ärger. Es gab da ein Tribunal in Moskau. Also sie waren nicht-stalinistische Kommunisten, die sich auch deutlich gegen die Entwicklung in der Komintern gestellt haben. Das hat ihnen, wenn man so will, das Leben gerettet, denn wenn sie nicht im Französischen oder in der Schweiz war, hatte auch kurz,
in Frankreich, dann in den USA. Also in Moskau hätte sie nicht überlebt, ganz sicher nicht. Aber sie haben überlebt und haben ihre Kraft dann in die DDR einbringen wollen, weil sie glaubten, dass hier der Sozialismus aufgebaut wird. Das ist nicht mehr die Geschichte der Kommentaren, aber es ist die Geschichte dieser Menschen. Und die Frage, die Sie aufgeworfen haben, warum haben die sich das angetan? Das ist eine zentrale Frage, die mich auch, also eigentlich seit meiner Jugend, beschäftigt hat und auf die es keine einfache Antwort gibt. Wir können ja nochmal darüber reden, wie wir das sehen, aber Sie haben wirklich, nicht nur Sie, sondern Ihr gesamter Freundeskreis mit einer nahezu märtyrerhaften Opferbereitschaft, sind Sie Ihrer Idee, Ihrer Vision von einer gerechteren Welt treu geblieben. Und ich habe also, ich bin immer bei Hertha geblieben, bei dem, was ich erzähle. Ich erzähle Ihr Leben, aber man kann so ein Leben nicht erzählen, ohne die Zeit zu skizzieren. Und ich selber, ich bin ja keine Historikerin, ich hatte auch keine Ahnung. Ich bin durch die, wie alle aus meiner Generation in der DDR, ich bin durch die DDR-Schulen gegangen, da habe ich nie was von der SAP gehört oder von der KPO. Aber um dieses Leben zu verstehen, musste ich mich damit beschäftigen. Und als ich mein Manuskript abgeschlossen habe, habe ich durch eine Freundin, Annette Leo, von ihrem Buch erfahren, habe es gelesen und war ganz erschüttert und war einerseits ganz froh, dass ich merkte, dass in den Grundlinien das, was ich da glaubte, erkannt zu haben, auch bei Ihnen so steht. Aber und ich bin auf manche Namen gestoßen, die auch in Herthas Leben eine Rolle spielten. Aber Hertha spielt natürlich in ihrem Buch gar keine Rolle, weil sie eben nur bis 1925 gelebt hat, aber viele gearbeitet hat für die Kommentaren. Aber viele Frauen und auch Männer, die da vorkommen, auch nur als Nebenfiguren, sind mir aus Herthas Erzählungen bekannt und haben auch ihr Leben berührt. Und da gibt es so viel Gemeinsames, aber ich weiß nicht, wenn ich dieses wirklich großartige Werk gekannt hätte, ob ich dann die Notwendigkeit gespürt hätte, dieses eine Leben von Hertha Gordon auch noch zu erzählen. Und darum bin ich auch ein bisschen froh, dass ich Ihr Buch erst dann kennengelernt habe, weil dann dachte ich, mein Gott, das ist ja alles schon erforscht und es ist ja alles schon erzählt, aber natürlich alles nicht und jedes einzelne Leben, wir haben uns vorhin kurz unterhalten, alle diese, ich habe mich ja schon sehr eingeschränkt in dem Buch Bittere Brunnen, da kommen aber auch sehr viele Namen vor und jede Nebenfigur wäre es wert gewesen, einen Roman über sie zu schreiben. Und auch ihr Buch, es ist ja auch wie ein Gang, wie über einen Friedhof, wie über einen Ehrenhain. Und selbst die Kinder werden bei Ihnen ins Auge genommen. Und das finde ich einen Ansatz, den ich sehr gut finde. Ja, auch nochmal vielen Dank für die Einladung und die Möglichkeit, mit beiden Autorinnen über ihre Bücher zu sprechen. Der Punkt oder der Ausgangspunkt meiner Bemerkung ist, Frau Schnuder sagte, dass sie den institutionellen Zugang und die Darstellung der Kommentarengeschichte aufbrechen wollte. Ich muss zugeben, dass das eigentlich mein Zugang zu dieser Geschichte war. Alexander Wattlin, ein Kollege und guter Freund von mir und ich, wir haben uns immer bemüht, die Geschichte dieser Weltorganisation aus Moskau entlang ihrer Kongresse zu erzählen. Und da sind wir bis zum dritten, vierten Kongress sind wir vorangekommen, Alexander und ich, und das ist auch die
Zeitspanne, um die es wahrscheinlich heute gehen soll und gehen wird. Und für uns war es unbesehen oder kein Diskussionspunkt, dass wir uns der Geschichte einer bolschewistischen, also nicht unbedingt zu bolschewisierenden Organisation zuwenden und dass wir mit dem Thema des Enthusiasmus und der Utopie und des Engagements natürlich immer mit Blick auf die Stalinisierung der Komintern und darum geht es ja auch in ihren Büchern zuwenden müssen. Deshalb hat mich an dem Buch von Frau Studer interessiert, so wie an den vorhergehenden Publikationen von ihr über die Parteikader und die Unterwerfungsrituale, was sie denn aufgrund ihrer im Unterschied zu uns nicht vorhandenen Sprachbarriere aus den Personalakten hat herauslesen können über die eigentlichen Funktionsmechanismen dieses Apparats, über den sie gesprochen hat. Denn es ist ja bis auf den heutigen Tag so, dass die Chefetage der Kommunistischen Internationale, also die Sekretariate, für die Forschung gesperrt sind. Und oft sind es nur die Personalbiografien und die Kaderakten, die es überhaupt ermöglichen, die Funktionsweise dieses Apparats jenseits des persönlichen Engagements und der Utopien vielleicht zu verstehen. Also das war immer ein Punkt, der mich an Literatur dieser Art von Kollegen, die Zugang zu italienischen, französischen, englischen, englischsprachigen, französischsprachigen Quellen haben, interessierte. Und deshalb habe ich die Bücher mit einer anhaltenden Spannung gelesen. Vielleicht kommen wir ja auch noch mal mit Blick auf die Arbeit und auf das Geleistete, auf die Situation in Moskau zu sprechen und wie sie überhaupt die Chancen dieser Kommunismusforschung und dieser Art von biografischer Arbeit sehen, mit Blick auf die Situation, wie sie sich heute darstellt. Was das Buch von Regina Scheer angeht, so habe ich bei der Lektüre und auch bei den Buchvorstellungen, die ich bisher verfolgen konnte, sehr viele Bekannte getroffen. Das war für mich ein ausgesprochen interessanter Punkt. Also Martha Globig habe ich gekannt und Theodor Bergmann natürlich auch. Und mir sind auch die Beschreibungen in Regina Scheers Buch über die Treffen der Eltern mit anderen Emigranten und Exilanten in guter Erinnerung. Und die Kinder waren nicht dabei. Und ich habe mich so bei der Lektüre von Regina Scheers Buch immer gefragt, ja, was wären denn praktisch meine Fragen an die Akteure oder was wären meine Fragen an die Hertha gewesen und was hat man nicht gefragt, was hat sich im Nachhinein erst herausgestellt. Also es gibt eine Reihe von Aspekten, die mich mit Blick auf die Frühphase der Komintern und auch auf das Praktizieren der Interviews durch Regina Scheer sehr interessiert hat. Der andere Aspekt, den ich auch hervorheben möchte am Buch von Regina Scheer, der für mich ein sehr spannender war, war einer, den auch Sergei Lochthofen oder Eugen Ruge versucht haben, nämlich die Geschichte bis in die Gegenwart zu ziehen, also bis sozusagen in den erlebten Untergang der DDR durch die Akteure. Auch das ist ein Aspekt, der so in dieser Art von Literatur bisher meines Erachtens nicht zur Sprache kam. Und in diesem Punkt, denke ich, ergänzen sich auch beide Bücher unabhängig vom schriftstellerischen und vom historischen Zugang, gerade in der Beschreibung dieser Arbeitswelt der Komintern. Von Akteursperspektive war schon die Rede von Transnationalität und von Arbeitswelt. Darauf haben ja beide Autorinnen hingewiesen. Und ja, vielleicht könnte man trotz der unterschiedlichen Zugänge nochmal eine Frage nach der Arbeitsweise stellen. Frau Scheer hat ja gesagt, wenn sie das Buch vorher gekannt hätte, hätte sie etwas anders geschrieben. Also wie ist im Prinzip ihre Arbeitsweise?
das Authentische ihrer Gestalten und ihrer Person und der Geschichte zu erfassen, mit Blick auf eine Situation, in der die Akteure nicht mehr da sind, in der die Akten nicht mehr greifbar sind. Gibt es da für Sie eine Überlegung, wie man weiterschreiben könnte, wie man etwas anders schreiben müsste? Wie hat sich das jetzt mit Blick auf die Rezeption auch Ihrer Bücher und die Rezension vielleicht, die wir nicht kennen und die Sie gelesen haben, ausgewirkt? Ja, also Sie bemerken zu Recht die Bedeutung dieser institutionellen Ebene, der Kommentaren. Und ich will das auch betonen, also dass ich dieses Buch nicht hätte schreiben können ohne viel Vorarbeit durch andere Historikerinnen und Historiker, die eben diese Geschichte der Komintern, die Debatten der Sekretariate, die insofern die Archive offen waren, nicht? Es gab ja auch eine Zeit, ich war auch anfangs der 90er Jahre in Moskau, da konnte man recht viel sehen, ist auch viel aufgearbeitet worden, aber da ist eigentlich viel vorhanden gewesen, das für mich unerlässlich war, für meine Arbeit, um überhaupt meine Fragestellungen, mein Erkenntnisinteresse zu situieren. Denn ich bin nicht von den Kongressen ausgegangen, nicht von den politischen Entscheiden, obwohl der Zweite Weltkongress bei mir eine große Rolle gespielt hat, aber vielleicht später noch dazu, sondern was mich interessiert hat, waren die Lebensläufe einer ganzen Reihe von Menschen, die in diesem Apparat gearbeitet haben. Wie sah diese Arbeit aus? Wie sah Revolution als Arbeit aus? Und um mein Material zu strukturieren, und zwar mein Anspruch war vielleicht ein bisschen vermessen, aber es ging darum, eine andere Geschichte der Komintern zu schreiben, also möglichst die ganze Epoche der Komintern abzudecken, musste ich irgendwo Schneisen schlagen, also irgendwo die Arbeit situieren. Und dabei bin ich von drei revolutionären Momenten in der Zwischenkriegszeit ausgegangen. Also nach der Russischen Revolution gab es meines Erachtens auch drei Momente, wo die Situation revolutionär war. Also revolutionäre Krisen, das war Deutschland bis 1923, dann China, da kann man darüber streiten, ich habe jetzt mal den Fokus auf 25 bis 27 gelegt und dann noch ein bisschen einen Blick in die 30er Jahre und dann wieder Spanien. Also der spanische Bürgerkrieg war ja, da stellte sich ja auch die Frage der Revolution. Und das waren die Momente, auf die ich fokussiert habe und das waren auch die Momente, wo sich ein großer Teil der Akteure, die ich behandelt habe, sich wiederfanden. Also die Idee war, die kreuzen sich, ihre Wege kreuzen sich. Das war aber auch die Schwierigkeit, denn wie Hertha Walcher sind viele meiner Protagonisten eigentlich nicht die ganzen 20er und 30er Jahre in der Komintern geblieben, sondern es war wirklich so ein Durchlauferhitzer, es kamen immer wieder neue. Aber ich bin davon ausgegangen, dass eine Generation von 1920 entstanden ist. Also Leute, die am Zweiten Weltkongress 1920 in Moskau waren und die dort eigentlich Internationalismus in Aktion erlebt haben. Diese Erfahrung war für eine ganze Generation von Aktivistinnen und Aktivisten prägend. Ich denke eben auch für Hertha Gordon Walcher. Also das war ein Moment, der sie so stimuliert hat, so mobilisiert, dass sie sich entschieden haben, eben diesen schweren Lebensweg einzugehen, der ihnen damals gar nicht so schwer erschien, aber es im Nachhinein so geworden ist. Und das, denke ich, das ist das Interessante an dieser Geschichte, dass eben
zwischen oder hinter oder unter oder neben den Entscheiden des Politsekretariats, des ECI und so weiter, da waren diese Menschen, die diese Direktiven ausgeführt haben, umgesetzt oder vielleicht auch nicht immer umgesetzt. Und da stellt sich die Frage, welchen Handlungsspielraum hatten sie? Wie hat sich dieser Handlungsspielraum über die Zeit verändert? Wie haben sie ihn genutzt? Hat die Distanz von Moskau eine Rolle gespielt? Und da kamen dann auch so Fragen ins Spiel, ja, wie haben die überhaupt kommuniziert? Wie kann man, wenn man auf Auslandmission in China ist, wissen, was eigentlich das ECI in Moskau genau von einem will, weil sich die Situation ja permanent verändert. Also wir wissen ja selbst heutzutage, wenn wir das Tagesgeschehen verfolgen, wir können nicht sagen, wie die Situation ausgeht. Es ändert sich so viel, sind so viele Faktoren. Und das war für die Menschen damals, diese Aktivisten und Aktivistinnen, genauso. Die konnten ja nicht sagen, auch wenn sie so einen schönen Bericht des ECI erhielten, die Dinge sind so und so und wir beschließen jetzt, wir machen das und das. Ja, aber vor Ort war die Situation anders. Zum Beispiel hat die Kommunistische Partei in China, die war gar nicht so erpicht, dass man ihnen jetzt in Moskau gesagt hat, was sie jetzt genau machen wollen. Überhaupt war die Partei ja gespalten und sie war Mitglied der Kuomintang, die schon wieder auch selbst gespalten war. Also alle diese Fragmentierungen, die haben eine Rolle gespielt und das, den Handlungsspielraum und die Entscheidungsmuster der Menschen beeinflusst. Und da mussten diese Menschen sehr viel Kompetenzen entwickeln, um sich vor Ort zurechtzufinden. Das war eine der Fragestellungen meines Buches. Was mussten die Menschen eigentlich wissen? Was mussten sie können? Da würde ich gerne gleich mit einhaken. Also Reisen als Arbeitsmethode, wie Sie es benannt haben, was Reisende alles drauf haben müssen, was Reisende alles beherzigen müssen, gerade jene, die aus der Generation 1920, wie Sie sie benannt haben, kommen, wohin auch immer sie verreisten, dorthin, wo interveniert werden sollte, würde man heute wahrscheinlich sagen, mit großem persönlichen Einsatz, ich zitiere, jetzt verlangte es sprachliche Kompetenzen, Anpassungsfähigkeit, ein hohes Maß an Organisation, Frustrationstoleranz, Verhandlungsgeschick und darüber hinaus Diskretion und das in wechselnden Kulturräumen und einem oft gefährlichen Umfeld. Also wer von Ihnen, die sich vorhin gemeldet haben und dann auch noch das Buch dabei haben, diesen langen Katalog, der geht noch sehr viel weiter, was alles abverlangt wurde, sich nochmal nachschauen möchte, dann bitte auf der Seite 37. Wer waren diese Reisenden, Frau Studer? Sie haben die Lebenswege und Bewegungsmuster von rund 2 Dutzend von 30.000 namentlich, rund 30.000 namentlich bekannten Männern und Frauen, die im Dienste der Kommentaren waren, näher untersucht. Würden Sie uns einige von Ihnen vielleicht vorstellen, bitte? Also ich habe es mal gezählt, 320 Menschen kommen bei mir vor, also Kommentaren-Menschen. Churchill oder so oder Hitler, die werden da nicht mitgezählt. 2 Dutzend... ausgehend von diesem Zweiten Weltkongress, da habe ich Personen ausgewählt, die mir, wie soll ich sagen, nicht unbedingt repräsentativ erschienen, sondern die divers waren, also die eine Diversität aufzeigten. Mir ging es nicht darum, Lenin, Trotzki, Radek, Bucharin im Vordergrund zu haben, über die weiß man ja doch schon einiges, sondern Unbekannte, wie die, ich sage jetzt die Kleine, also die, weil sie zu den kleinen Leuten in dieser Elitengruppe gehörte, die junge Hilde Kramer, die damals 20 Jahre alt war, die aber schon in der Münchner Räterepublik aktiv gewesen war, die schon Sekretärin für den russischen Emissären Michail Borodin gewesen war und so weiter. Die fährt auch 1920 nach Moskau. Sie ist aber nicht Delegierte.
Aber sie ist am Kongress. Sie wird nirgendwo aufgeführt. Sie ist nicht im Kongressprotokoll. Sie ist nicht unter der Liste der Delegierten, aber sie ist da. Und sie ist Stenografin und sie übersetzt. Sie ist unerlässlich für den guten Ablauf des Kongresses. Und das hat mich interessiert. Was sind das, diese Leute, die man nicht so kennt? Es waren aber auch bekannte Leute, mehr bekannte, wie der Schweizer Jules Imbert-Droz, der früher Pastor gewesen war und dann Kominternsekretär wird. Das sind so Lebensläufe, da muss man sich fragen, was passiert da mit den Leuten? Weshalb wird so ein Schweizer Pastor aus dem Schweizer Jura, was ja nicht gerade so eine Metropole ist, findet sich dann in Moskau wieder als Kominternsekretär mit seiner ganzen Familie. Oder der indische Antikolonialist Manabendranath Roy, der mit seiner amerikanischen Frau, die er in Kalifornien kennengelernt hatte und dann nach Mexiko fliehen musste. Dort hat er übrigens schnell die Cape Mexico gegründet, ist dann über Spanien nach Moskau gefahren. In Spanien haben sie mit Borodin zusammen die spanische Cape gegründet. Sie sind dann über Berlin nach Moskau und Manabendranath Roy hat ein nomadisches Leben geführt im Zusammenhang mit der Komintern und immer mit der Zielsetzung, Indien vom britischen Imperialismus zu befreien. Also das sind so Personen. Dann Willy Münzenberg ist auch so eine Person, die eine große Rolle im Buch spielt. Ich will jetzt nicht alle aufzählen, weil das zu lang wäre. Aber weshalb habe ich diese Menschen ausgewählt? Erstens, weil sie eben diese frühe Diversität der Komintern aufzeigen. Also es waren nicht nur weiße Männer aus Europa, die die Komintern in dieser frühen Zeit gebildet haben, obwohl wenn man natürlich die Fotos dann sieht, nicht der Politbüros hat man schon eher diesen Eindruck, aber das war am Anfang nicht so. Da waren auch viele, viele Jugendliche, da waren Frauen dabei, da waren Antikolonialisten dabei, da waren eigentlich nicht konformistische Personen dabei. Das war ein Auswahlkriterium. Dann möglichst langjähriges Engagement, dann internationales Engagement. Das war auch wichtig. Und dann auch Menschen, von denen man Spuren finden kann. Es gäbe sicher noch ganz viele Menschen, die spannend wären, eben wie die Geschichte von Hertha Walcher, die ich nicht kannte, weil es über sie eigentlich fast nichts gibt. Und wenn man ihr Buch liest, denkt man, wow, was diese Frau alles gemacht hat und wo sie überall gewesen ist und wie mobil und politisch agil auch die vielen Organisationen, in denen sie gewesen ist und die Gefahren, die sie durchlebt hat. Und das weiß man eigentlich nur, eben wenn man so tief gräbt, wie sie das gemacht haben. Also für mich war es notwendig, dass die Menschen entweder eine Autobiografie geschrieben haben, dass man über sie geschrieben hat, dass es Quellen über sie gab im Kominternarchiv oder an anderen Orten. Und dann noch ganz pragmatisch, ich musste auch die Sprache verstehen. Also bei mir kommen sehr wenige Chinesen vor zum Beispiel, das könnte man vorwerfen, aber eben, da kann ich nicht mithalten und das finde ich dann auch nur so indirekt über Übersetzungen, fand ich dann auch nicht so positiv. Hertha Gordon Walcher war auch eine Reisende, Frau Scher, genau, ich wollte mich jetzt auch gleich an Sie wenden. Hertha Gordon Walcher war auch eine Reisende, Sie hatten vorhin schon gezweifelt, ob für die Kommentaren, ist ein bisschen unklar, auf jeden Fall war sie oft konspirativ unterwegs und wir dürfen davon ausgehen, dass sie auch sehr viel
rumgekommen ist, später noch durch das mehrfach erzwungene Exil, ohnehin gegen ihren Willen. Darauf kommen wir vielleicht auch noch mal genauer zu sprechen. Wir haben hier dieses Hintergrundbild, Frau Scheer. Ich weiß nicht, ob Sie sich daran erinnern. Wir grübelten eine ganze Weile, ob das jetzt hier wirklich Hertha Gordon Walther ist. Wir sind 1921, wir sind in Moskau, wir sind am Rande des dritten Weltkongresses der Komintern. Und also ich persönlich, ich glaube sehr, dass das Hertha Gordon Walther ist. Aber ich weiß auch, dass das Hertha ist, aber dass diese Frau weder Gordon noch Walther heißt. Können Sie uns jetzt mal ein bisschen tiefer bitte mit reinnehmen? Wie kommt also diese Frau, die Hertha ist, aber weder Gordon noch Walther heißt, auf dieses Bild, wenn also sie es ist? Ich war mir nicht sehr sicher, aber Sie waren sicher. Ich kannte nur ein Bild, auf dem sie mit Clara Zetkin ist. Und das ist in meinem Buch auch drin. Und sie hat mir gesagt, dass es auch so ziemlich das einzige Bild ist, weil sie ja neben der Arbeit für Hertha auch noch andere Arbeiten hatte von diesem Westbüro von Thomas der Dicke, der hatte sehr viele Namen. Also für den hat sie gearbeitet, das war ein Vertreter der Komintern, aber darüber hat sie auch mir nichts erzählt. Da konnte ich fragen, so viel ich wollte. Sie hat erzählt, dass sie das gemacht hat, aber sie war da, hat sich da an jahrzehntealte Schweigegebote gehalten und hat keinen Sinn darin gesehen, mir das zu erzählen. Manchmal hat sie mir Episoden erzählt, aus denen hervorging, dass sie in dem Land war oder auf dem Schiff oder so. Aber sie hat gesagt, es gab keine Fotos, weil sie darauf geachtet hat, nicht fotografiert zu werden. Aber das war offenbar ein Moment, den sie nicht kontrollieren konnte. Und ich kannte, wie gesagt, das Foto nicht, aber nach aller Wahrscheinlichkeit ist sie das. Und also ihr Äußeres entspricht dem Typ dieser jungen Frau zu dieser Zeit. Aber in ihr Leben, warum sie, wie sie hieß, ja, sie hat 1918 war sie in Moskau und hat wollte dann zurück zur Revolution, sollte auch. Sie war Privatsekretärin von Karl Radek, der wollte sie mitnehmen als seine Tippse und Mitarbeiterin, also Bücherbesorgerin und solche Dinge. Aber sie hatte keine deutsche Staatsbürgerschaft, weil ihr Vater, ein Jude aus Polang, der in Königsberg lebte, sich zwar als Deutscher fühlte, aber vergessen hatte, seine Kinder naturalisieren zu lassen. Also sie jedenfalls Hertha. Und da hat sie kurzerhand auf Beschluss der Genossen einen deutschen Kriegsgefangenen geheiratet, den sie in der Stunde der Eheschließung zum ersten Mal gesehen hat. Und eigentlich sollte sie einen anderen heiraten, aber der andere war nicht gekommen. Also hat sie den Genossen Osterloh aus Bremen geheiratet. Der übrigens, der ist dann auch bald zu den Sozialdemokraten gegangen, nachdem er Kommunist war. Und heute ist in Bremen immer noch eine Straße nach ihm benannt, weil er nach dem Krieg der Bürgermeister war. Der hat sich auch wacker geschlagen in diesem Jahrhundert, war im Zuchthaus, hat im Widerstand gearbeitet. Aber sie hatte mit ihm nichts weiter zu tun, außer dass sie da geheiratet haben und sie viele Jahre seinen Namen trug. Und als er dann eine Braut hatte, die ein Kind erwartete, wollte er sich scheiden lassen. Es war 1925, aber da war Hertha gerade in Moskau. War ziemlich schwierig und also darum hieß sie auf diesem Bild Osterloh. Unter diesem Namen hat sie auch bei Clara Zetkin gearbeitet, aber ihre vielen Kurierfahrten hat sie unter anderen Namen und anderen Identitäten gemacht. Und es hatte noch einen Grund, dass sie sich nicht fotografieren ließ, weil als sie zu Clara Zetkin kam, war sie noch sehr jung und sie kam der Erste Weltkrieg hatte gerade begonnen. Die deutsche Polizei kannte sie nicht und das war gut so und sie sollte sich zurückhalten und die Clara Zetkin war sehr wütend, als sie einmal auf eine Antikriegsdemonstration gegangen ist, auf der viele Polizeispitzel waren, weil sie, das war ja gerade ihr Kapital, dass sie so jung aussah, dass sie so harmlos aussah,
dass sie noch nicht bekannt war. Aber sie konnte schon bestens mit Geheimtinte schreiben zu diesem Zeitpunkt. Ja, nee, die Geheimtinte kam später. Die war in den 20er Jahren in Moskau, hat sie das gelernt, ja. Weil da wurden sie für einen Auslandsaufenthalt vorbereitet. Sie hat mal gesagt, Jakob sollte nach Java gehen. Also, aber Jakob konnte keine Fremdsprachen, sie schon. Aber dazu ist es nicht gekommen, weil eben, wie gesagt, 25 sie in Jakob Fraktionstätigkeit vorgeworfen wurde, weil er gegen diesen ultralinken Kurs der KPD aufgetreten ist, zusammen mit Thalheimer Brandler. Aber ich wollte noch sagen, dass es sehr viele Parallelpunkte gibt. Also zum Beispiel diese Hilde Kramer, von der ich ja auch überhaupt nichts wusste, die hat sie ein paar Mal erwähnt, weil die ist ihr immer wieder begegnet. Die war auch bei Karl Radek als Sekretärin nach Hertha und die war ja zur Räterepublik geschickt worden. Und da sollte Hertha eigentlich auch hin, aber dazu ist es nicht gekommen, weil die Frieda Rubina, die sie schon ihrem Elternhaus um 1910 oder so kennengelernt hatte, weil die nicht wollte, dass jemand, der etwas über ihre eigene Vergangenheit weiß, so in ihrer Nähe ist. Und die mochte das gar nicht, dass Hertha ja was über ihre Familie wusste und über ihre Vergangenheit. Also die Klandestinität, die Verschwiegenheit war manchen dieser Leute in Fleisch und Blut übergegangen. Und das war bei Hertha auch so. Bei einer Lesung, die ich hatte, aus dem Buch stand jemand auf und sagte, da haben Sie aber Glück gehabt, dass die mit Ihnen gesprochen hat. Das war Matthias Braun, der hat jahrelang für die Akademie der Künste versucht, mit Hertha Weilcher ein Interview zu machen und sagt, sie hat sich überall erkundigt, wer ist denn der, was will der von mir? Und wenn er dann kam, hat sie gesagt, ach nein, und heute geht es ihm, mir fällt nichts ein, ich bin krank. Sie war sehr verschwiegen bis zum Schluss. Also als Gorbatschow an der Macht war, kriegte sie plötzlich einen Orden oder eine Medaille für ihre frühen Verdienste um die Sowjetunion. Und da hat sie sich auch gefreut und dann kamen zwei Herren von der Botschaft und um ihr diese Urkunde da zu übergeben und einen Blumenstrauß und die hatten einen Thomann mitgebracht und sagten, wir wissen eigentlich gar nicht, wofür Sie diese Medaille kriegen. Können Sie uns das erzählen? Das ist sehr interessant. Sie sollen 1918 schon im Kreml gewesen sein, Lenin gekannt haben. Und da hat sie gesagt, ich war nicht dabei, sie hat es mir erzählt. Und da hat sie gesagt, da habe ich gesagt, ach wissen Sie, ich bin über 90, das habe ich alles vergessen, ich weiß da gar nichts mehr. Und als sie mir das erzählt hat, habe ich gesagt, aber Hertha, du weißt doch alles, du hast doch gar nichts vergessen, dein Gedächtnis ist wunderbar. Und da hat sie gesagt, ja weißt du, wer diese Leute sind, wen die noch kennen, für wen die noch arbeiten und weißt du, wo die in einem Jahr sind? Ich habe nicht das Recht, über solche Dinge zu reden. Es wird sowieso zu viel geredet. Sie müssen wissen, dass Regina Scherr etwa 20 Jahre lang Hertha Gordon Walcher zu Hause aufsuchte, bis zu einmal in der Woche in einem, bitte? 35 Jahre. Regelmäßig waren die letzten 10 Jahre. In jedem Fall in einem sehr vertrauensvollen, familiären Verhältnis auch gestanden hat und dem Buch ist auch zu entnehmen, was dann also in den Archiven sich dann später auch bestätigte, auch viele andere Erinnerungen, also präzise, für die es auch gar keine Unterlagen mehr gibt, dieses besondere Verhältnis und trotzdem hat Hertha Gordon Walcher Ihnen niemals erlaubt, auch nur irgendwelche Notizen zu machen oder ein Aufnahmegerät gar mitlaufen zu lassen. Ich komme zurück zu Ihrer Arbeitsweise. Sie waren dann also bei Hertha Gordon Walcher, setzten sich danach, also die gemeinsame Zeit war beendet, ins Taxi
und schrieben sich sofort nieder, was sie noch erinnern konnten. Und auf der Grundlage dessen konnte dann wiederum auch Jahre später dieses Buch erscheinen. Ja? Also ich habe ja keine Interviews mit ihr gemacht. Ich habe zwar nach dem Studium als Journalistin gearbeitet, aber es kam mir gar nicht in den Sinn, meine Beziehung zu Hertha irgendwie beruflich zu verwerten. Ja, das, aber sie hatte eine sehr schöne Sprache. Und erstmal war vieles, was sie mir erzählte, war für mich völlig fremd aus einer anderen Welt, kannte die Namen alle nicht und hat mich auch nicht so interessiert, ehrlich gesagt, damals. Und, aber sie hat oft sehr schöne Formulierungen gehabt. Und dann habe ich manchmal, und manchmal auch im Taxi, das stimmt, aber manchmal, wenn ich dann nach Hause kam, spätabends, habe ich so Sätze aufgeschrieben und die habe ich in eine Mappe gelegt. Und da und irgendwann in den, da war sie lange gestorben, und in den, vor ein paar Jahren im Grunde, habe ich das letzte Buch von Mittenzwei gelesen, dem Brecht-Biografen, in dem er Hertha Walcher erwähnt und sagt, es tut mir leid, dass ich es nicht geschafft habe, ihre Lebensgeschichte aufzuschreiben, denn die war ebenso wichtig wie die ihres Mannes. Und da war Mittenzwei schon gestorben und ich dachte, ja, es stimmt. Und da fiel mir auf, dass niemand mehr da ist, der sie gekannt hat einfach, weil sie ist 1990 mit fast 97 Jahren gestorben. Und irgendwie dachte ich, ich bin jetzt die Einzige, die das alles noch weiß. Und dann habe ich mir diese Zettel da alle angeguckt und habe die mal abgeschrieben. Also habe da, und das waren schon 80 Seiten im Computer. Und das war, fand ich dann selber so spannend. Das war nicht Zusammenhängendes. Aber, und dann habe ich von Mario Kessler das Buch gelesen über das Exil in den USA. Da kommen die Walchers auch vor. Und da wusste ich vieles noch, womit man das ergänzen könnte. Na, und dann habe ich beschlossen, doch in die Archive zu gehen. Und dann kam die Corona-Zeit und das war ja ganz günstig. Da konnte man schreiben. Ich glaube, das Geheimnis um das Bild, das könnte Wladislav Hedeler aufklären, warum es gelang, diese Aufnahme zu haben. Es spricht durchaus für das, was hier über die Konspiration dargestellt worden ist. Hinzu kommt, das ist ja kein Foto, sondern das ist eine Sequenz aus einer Filmaufzeichnung. Und auf dem Weg zum Kongress wurden die Delegierten abgedreht, da wurden sie nicht gefragt. Aber was für Regina Schers Interpretation spricht, ist ja dieses von Brodsky geplante Kominterngemälde, dieses Riesenölbild, was hier in Berlin auch im Deutschen Historischen Museum ausgestellt worden ist, 2x3 Meter in Vorbereitung auf den dritten Kongress. Und da sind fast 700 Personen abgebildet. Und das Interessante ist, also Hertha ist nicht unter diesen Frauen, weil Brodsky, der ja nicht nur in Vorbereitung auf dieses Gemälde im Auftrag von Lunacharsky, also vom Minister, vom Volkskommissar für Volksbildung, den Auftrag bekommen hatte, ein Künstlerteam zusammenzustellen, 10 ausgebildete Maler und Karikaturisten, die den Auftrag hatten, die Delegierten der Komintern zu zeichnen. Und unter diesen 70 Porträts, ein Buch liegt vorne zur Einsicht am Bücherstand, unter diesen 70 Delegierten waren 17 Frauen. Und das waren die Prominenten, aber das technische Personal, was auf solchen Zufallsfotos zu sehen ist, hat sich dann natürlich auch zurückgehalten. Und wir waren auf der Suche und wir haben also auch mit Hilfe der Moskauer Kollegen versucht, diese Personen auf dem Foto zu identifizieren. Aber selbst in dem,
Und damit komme ich auch schon zum Schluss. Selbst in dem Ausstellungskatalog in Moskau, der zum 100. Jahrestag der Komintern vorbereitet worden ist und nicht von irgendwem, sondern vom Direktor dieses Archivs und von Alexander Watlin, über den ich schon gesprochen habe, wurde der Brodsky-Katalog aus, das Brodsky-Album ausgestellt, und man wusste nicht, wer die etwas größere, stämmige Frau rechts ist. Die war den Ausstellungsmachern und den Archivaren nicht bekannt. Das ist eine Amerikanerin, die auch im Frauensekretariat gearbeitet hat, Ella Bloor, und die in diesem Brodsky-Album als Porträt auftaucht, aber ohne biografische Angaben. Und deshalb gehört gerade eine solche Recherche und ein solcher Zugang dazu, dass man eben die Frauen und Männer aus der zweiten Reihe, also aus dem technischen oder Hilfspersonal, von Hilde Kramer war ja schon die Rede, praktisch mit in den Blick nimmt. Ja, also soweit zu dieser Geschichte mit den Bildern. Also es gibt einen Bestand im Kominternarchiv zu den Fotografien der Kongresse. Da sind Gruppenbilder, Gruppenfotos drin, und man weiß nicht, wer drauf ist. Man kennt die Prominenten, aber man kennt eigentlich die anderen abgebildeten Akteure nicht. Genauso verhält es sich mit dem Archiv für Kino- und Filmdokumentation in Krasnogorsk, wo Filmsequenzen drauf sind. Man weiß nicht, wer da ist, wer derjenige ist, der da aus dem Zug steigt und als Delegierter zum Kongress empfangen wird. Deshalb halte ich gerade den Zugang, von dem hier die Rede war, für außerordentlich wichtig, und hätte natürlich noch eine Reihe von Fragen zur Generation 20 oder zu ihren Zugängen. Ich würde gerne noch auf eine Aussage von Frau Studer, auf ein Zitat hinweisen in ihrem Buch, wo sie über die Riesendifferenz zwischen dem Verfassen eines historischen Romans und einer historischen Studie spricht, und sie erwähnten so ein schönes Bild mit den Fischen, die da im Fluss schwimmen und oft gegen den Strom schwimmen, und sie interessiert, wie sie schreibt, nicht der Fluss, sondern sie interessiert sich für die Fische. Und wenn wir jetzt bei den Fischen angekommen sind, dann hätte ich eine Frage aus der heutigen Perspektive der Lektüre des Buches. Entschuldigung. Das ist eine Fragestellung, die sich mir nicht damals vor 2020 gestellt hat, als ich das Buch zuerst gelesen habe, sondern heute. Mir ist aufgefallen, dass unter den Fischen, auf die Sie zu sprechen kommen, Beispiel Balabanov, ist eine Zeitsequenz gibt, die sie verwenden. Sobald sich Balabanova von der Komintern abwendet, taucht sie als Fisch nicht mehr auf, dann ist sie weg. Oder das Stichwort der Zäsuren, die sie erwähnen, 1920, der Kongress in Baku, als Stichwort für die neuen Arbeitsfelder, frage ich mich aus heutiger Perspektive, was ist denn eigentlich mit Georgien, das damals ja auch in der Komintern ein Thema war und das in dem Buch, also die Niederschlagung der georgischen Revolution, nicht vorkommt. Das ist für mich eine Leerstelle aus heutiger Sicht, die diese Tätigkeit und die Bewegung der Fische irgendwie aufhängt. Vielleicht kommen wir mit Blick auf das mögliche Fortschreiben dieser Geschichten noch dazu, aber Generation 20 und härter kann ich das nur aus meiner Archivkenntnis bestätigen, was Sie sagen. Also dieses konspirative Moment war so durchgängig, dass es einer Blockade glich, und es ist eine Leistung, diese Blockade zu durchbrechen. Ja, also das das Bild, das Sie erwähnen, nicht, das ich in meinem Vorwort erwähne, das stammt nicht von mir, sondern von Amitav Ghosh.
Und er sagt das in einem Interview, dass die Historiker, Historikerinnen interessieren sich eben nur für den Fluss und nicht für die Fische, darin, die darin schwimmen. Er als Schriftsteller interessiert sich für die Fische. Und ich wollte sagen, nein, das stimmt natürlich so nicht, dass wir in der Geschichtswissenschaft nur sozusagen den Kontext wiedergeben, sondern wir interessieren sich uns sehr wohl für die Fische in diesem Fluss. Ja, aber natürlich konnte ich nicht alle diese Fische, alle ihre Entwicklungen nachvollziehen, nachverfolgen, denn wie gesagt, es waren etwa 30.000 Menschen, die, so viel weiß man heute, für die Komintern auch in irgendeiner Weise gearbeitet haben, sondern ich habe darauf fokussiert, auf diejenigen, die, wie gesagt, die ich ausgewählt hatte als Hauptprotagonisten und Protagonistinnen. Und auch die haben immer wieder sehr viele Menschen kennengelernt. Aber ich glaube, es ist auch wie so im realen Leben oder wie es damals eben auch war, auch ein reales Leben. Man lernt Menschen an bestimmten Orten kennen, unterhält sich mit ihnen, hat vielleicht eine Freundschaft, aber dann geht das Leben weiter oder man bezieht sich auf einen anderen Ort und dann verliert sich auch dieses Verhältnis. Diejenigen, die aus der Komintern ausgestiegen sind, und das war eben ein großer Teil, also von den ausländischen Delegierten am Zweiten Weltkongress 1920, war kein einziger mehr bei der Auflösung der Komintern 1943 dabei. Also man sieht, es war ein totales, ein tiefes Engagement, aber nicht immer permanent. Und das heißt eben, ja gut, ich habe diese Leute dann nicht mehr weiterverfolgt. Vielleicht, was ich noch sagen möchte, ist, Frau Scheer hat das am Anfang gesagt, die Menschen haben sich so wie märtyrhaft geopfert. Ich denke, es geht aber weiter. Also das ist nicht nur dieses Engagement. Aus heutiger Perspektive erscheint es ja eigentlich etwas absurd, würde man sagen. Was soll das? Aber für die Akteurinnen und Akteure von damals war es zwar mit vielen Kosten verbunden, dieses Leben in der Komintern. Sie haben ja auf die bürgerliche Sicherheit verzichtet, oft auch auf Wohlstand und Karriere. Aber sie haben auch einiges dadurch gewonnen. Schon diese Möglichkeit, sich in einem Kollektiv anzuschließen und etwas als Kollektiv zu unternehmen, hat ihnen sehr viel Energie und Kraft gegeben. Es war auch, man kann fast von einer Verzauberung sprechen im Weberschen Sinne, es war für sie mehr als einfach nur jetzt dieses politische Engagement, sondern es war die Möglichkeit, die Zukunft zu gestalten. Dieses Engagement bot ihnen auch die Möglichkeit, die soziale Realität zu interpretieren. Also sie hatten Interpretationsschlüssel durch die Politik erhalten, um ihr Umfeld besser verstehen zu können. Das ist natürlich ein wichtiges Element, um zu verstehen, weshalb die Menschen dabei geblieben sind. Und dann auch ganz materielle Dinge. Die Komintern Angestellten waren entlohnt. Also sie hatten einen Lohn, das war ein Problem für den Inder Roy, als er sich nämlich 1929 der KPDO angeschlossen hat, war in Berlin mittellos, ohne Arbeit, ohne Lohn, fast ohne Beziehungen, weil ihn seine ehemaligen Genossen und Genossinnen geschnitten haben. So ist er wieder nach Indien zurückgegangen, obwohl er wusste, dass wenn er in Indien auftaucht, wird er sehr schnell, sehr vermutlich von der sehr effizienten britischen Polizei verhaftet. Und so ist das auch geschehen. Also die Komintern hat diesen Menschen auch oft die Infrastruktur gegeben, die Logistik, die finanziellen Mittel, um ihre politischen Zielsetzungen durchzuführen. Und das ist auch ein wichtiges Element, um zu verstehen, weshalb die Leute geblieben sind. Es ist nicht nur diese Opferbereitschaft, es ist nicht nur das Märtyrhafte, sondern auch dieses eingeschrieben sein in
ein neues und eigenes Milieu. Frau Studer, ich habe jetzt gerade ganz viele, aufgrund von Zeitnot, Kärtchen, die ich vorbereitet habe, schon überblättert. Ich möchte aber einen Punkt trotzdem aufgreifen. Also ich hätte Sie noch nach dem aktivistischen Kapital gefragt, nach der bürokratischen Erfahrung. Ich hätte auch gefragt, wie dann die Kommentaren so als Arbeitgeberin eigentlich ist. Und ob es da auch mal Streiks gab, vielleicht. Aber ich habe es überblättert. Vielleicht kann ja dann auch später, wenn wir das öffnen, nochmal darauf zurückgegangen sein, weil ich zurückgekommen werden, weil ich glaube, es gibt einen Punkt, der, glaube ich, eine große Erwartungshaltung hier im Raum auch noch betrifft. Und das ist dann eine Frage praktisch auch an Sie beide. Ich habe vor 3 Tagen oder vor 4 Tagen habe ich eine Mail bekommen. Da stand jetzt nicht im Betreff Reisende und bittere Brunnen der Weltrevolution, kann ja auch sehr misslungen sein, der Titel, weiß ich nicht. Da stand einfach nur die Frauen und KI, wobei KI kommunistisch internationale ist, noch nicht die künstliche Intelligenz, die andere heute darunter vermuten. Ich reiche diese Frage jetzt direkt weiter. Also aus Ihrem Buch ist sehr schön zu erkennen, wie hoch der weibliche Anteil jenseits der politischen Entscheidungsebene gewesen ist. Und mich würde natürlich auch interessieren, dann Frau Scher, von Ihnen, was jetzt Hertha Gordon-Walcher dazu gesagt hätte oder wie Sie es einschätzen würden. Die Frauen und KI, was sagen Sie dazu? Da kann ich viel dazu sagen. Ich komme ja aus der Geschlechtergeschichte ursprünglich und schon meine Masterarbeit, da habe ich mich mit einer Frau befasst, die sich dann als Kommunistin erwiesen hat. So bin ich auch ein bisschen in die Kommunismusgeschichte hineingerutscht. Was mir aufgefallen ist, wenn man die Quellen liest, ist, dass es so eine Invisibilisierung der Frauen gibt. Man sieht das ja auch auf den Fotos, es sind Frauen da, aber man weiß nichts über sie. Wer sind diese Frauen, die auf den Bildern sind? Und haben diese Männer alle ohne Frauen gelebt zum Beispiel? Sind sie allein gereist nach China oder Lateinamerika? Nein, in Wirklichkeit sind sie oft mit der Familie gereist, mit ihren Partnerinnen, mit ihren Freundinnen und so weiter. Und Frauen in der Komintern, also die Zahlen zeigen es, bildeten etwa 16% der Komintern-Angestellten, aber sie waren nicht an der Komintern-Spitze. Und das hängt damit zusammen, dass man Frauen zwar in der Komintern als gleichberechtigt bezeichnet hat, also auch programmatisch, nicht? Die Komintern hat ja den Frauen das Stimmrecht gegeben, auch die Sowjetunion. Frauen konnten problemlos Mitglied der Partei werden, aber man hat ihnen keine Kompetenzen zugeschrieben. Also ich habe das mit den bourdieuschen Begriffen gefasst. Diese Frauen, die in die Komintern gegangen sind, sie hatten aktivistisches Kapital. Was heißt das aktivistisches Kapital? Sie waren Militantinnen, sie waren früher schon Aktivistinnen, also sie wussten, was man so wissen muss, wenn man politisch aktiv ist, wie schreibt man ein Flugblatt, einen Artikel, wie spricht man vor Publikum oder wie organisiert man einen Streik und so weiter. Diese Dinge, das kannten sie, das waren auch, ich meine, das waren auch Frauen aus der politischen Elite dazwischen, der Kriegszeit, der Kriegsjahre, aber sie erhielten kein politisches Kapital. Man hat ihnen kein politisches Kapital gegeben, das heißt, man hat ihnen keine offizielle Anerkennung für ihre Arbeit gegeben. Also man hat sie institutionell nicht valorisiert, man hat ihnen keine höher gelegten Funktionen erlaubt. Die Komintern war funktional hoch differenziert, es gab ganz unterschiedliche Funktionen. Ich denke, das ist auch eine Erkenntnis des Buches, dass es nicht nur die Sekretäre gab, die Politsekretäre und die Emissäre in anderen Ländern, sondern solche Teams waren sehr unterschiedlich zusammengesetzt und darin gab es sehr viele Frauen, auch wenn sie meistens doch in der Minderheit blieben, aber diese Frauen führten ganz wichtige Funktionen aus,
Oft waren sie die Chiffriertechnikerinnen, sie waren die Stenografinnen, die Sekretärinnen. Manchmal hatten sie aber auch wichtige Funktionen. Eine Frau zum Beispiel war eine Leibwächterin, immerhin. Andere Frauen hatten auch politische Funktionen und Frauen waren sehr oft Kurierinnen. Also was Frau Scheer vorher gesagt hat in Bezug auf Hertha Gorten-Walcher, die junge Frauen wurden von den Behörden damals, eben weil sie oft kein Stimmrecht hatten und im bürgerlichen damaligen Verständnis sozusagen als noch als Minderjährige betrachtet, wurden auch nicht als politisch Fähige betrachtet, die eben solche gefährlichen Funktionen wie Kurieren übernehmen konnten. Aber das haben sie, das hat die Kommentare auch ausgenutzt. Aber selber war sie nicht frei von diesen Stereotypen, dass Frauen eben nicht politisch fähig seien oder jedenfalls nicht politisch für Führungsaufgaben zuständig sein. Vielen Dank. Was würden Sie sagen, Frau Scheer? Oder was hätte auch Hertha Gorten-Walcher gesagt? Also ich bin nicht Herthas Sprecherin. Ich kann auch nur vermuten. Also dieses Geschlechterverhältnis war ja nicht nur in der Kommentaren so, das war ja auch in den kommunistischen Parteien so und in der Gesellschaft überhaupt. Also vielleicht war es in den kommunistischen Parteien noch fortschrittlicher als im Rest der Gesellschaft, könnte sein. Also es ist schon deutlich, dass Frauen wie Hertha auch trotz ihrer politischen Erfahrungen, ihrer Leistungen, die sie hatte, auch dann im Exil. Sie war zwar die Büroleiterin, aber der große Chef war natürlich ihr Mann. Und Brecht, der mit beiden befreundet war, hat, also mit Jakob noch mehr, der wollte ein Stück über Rosa Luxemburg machen und hat sie oft zu sich nach Bukow eingeladen, um darüber zu reden. Die Protokolle gibt es. Und Hertha hat mir auch davon erzählt. Sie hat also daneben gesessen und hat Jakob reden lassen. Und sie kannte Clara Zetkin viel besser als Jakob und Rosa Luxemburg war sie auch begegnet. Und mitten zwei vermutet, Brecht hat gar nicht mitgekriegt, dass die kleine Frau an Jakobs Seite eigene Erfahrungen hat mit diesem Thema. Weil so war deren Denken und so war deren Sicht. Aber ich weiß nicht, ich hatte für das Buch eine Lektorin, eine gebürtige Schweizerin, die jetzt in München lebt, die war dann nicht meine Lektorin, wir haben uns dann getrennt, im Guten. Ja. Die konnte damit überhaupt nichts anfangen und die hat gesagt, also sie hat das Manuskript gelesen und hat gesagt, also ich bin Feministin, ich kann nicht verstehen, wie eine Frau sich so einem Mann unterwirft und so einer Partei unterwirft, in der Frauen doch gar nichts zu sagen haben. Und ich konnte zwar verstehen, wie sie zu diesem Urteil kommt, aber wir haben dann versucht zu diskutieren, dass ihr Begriff von Feminismus und das, was eine Frau wie Hertha Walcher über Gleichstellungsfragen und so dachte, dass das verschiedene Dinge sind. Und also das Frauenwahlrecht, als sie als junge Frau in London war, und diese Fragetten da zugange waren, Bilder zerstört haben und so, das hat sie mit sehr gemischten Gefühlen gesehen. Und Clara Zetkin hat immer ein bisschen abfällig vom Damenwahlrecht gesprochen. Natürlich waren die für das Frauenwahlrecht, aber sie wussten, dass die Probleme nicht beim Wahlrecht beginnen, sondern noch vorher bei der Bildung und so weiter. Und der Begriff von Feminismus, den diese Lektorin hatte, war einfach ein anderer. Ich glaube, die hätten sich überhaupt nicht verstanden. Und Hertha hat, und da war sie wirklich nicht die Einzige, auch ich bin ja auch eine andere Generation, staune, wenn ich die Protokolle lese. Da wird von, wie hieß der, Enderle, seine Frau Ingrid Enderle, eine ganz fähige und wahrscheinlich brillanter als er, Journalistin. Und es ist immer nur die Rede von ihm und seiner Frau. Also er, ich komme jetzt gar nicht auf seinen Namen bei mir, Adolf Enderle, genau Adolf. Adolf Enderle und Frau, so in den Protokollen. Der heißt August, Adolf ist der Poet. Mein Gott. August.
Bitte? August. August. Nelle, war das August? Ja, August. Also seine, ihre Decknamen waren Kleopatra und... Die Decknamen kennen Sie gut. Ja, ja, jedenfalls, oder Willy Brandt, der junge Willy Brandt, der SAP die Gruppe in Norwegen gehalten hat, der hatte eine ganz enge Mitarbeiterin in der Literatur. Es gibt inzwischen ein Buch über sie, aber es ist wenig die Rede von ihr. Gertrud Meyer, die hat das Geld verdient, weil der hat nichts verdient. Und sie hat, war auch nicht irgendwas, sie hat bei... bei Fenichel gearbeitet, bei dem Psychoanalytiker und dann bei Wilhelm Reich, hat also gut verdient. Und die hat, als er zum Beispiel in, monatelang in Spanien war oder davor monatelang in Berlin, hat sie die Gruppe geleitet. Und als sie an der Leitungssitzung in Paris teilnehmen wollte, hat Jakob gesagt, ach nee, das ist ja nicht nötig, Willi kommt doch bald wieder und dann kann er, und dann hat sie, und außerdem kostet das Geld. Und dann hat sie gesagt, du, das Geld kommt sowieso von mir, weil ich finanziere die ganze Gruppe in Norwegen. Und dann hat er ihr doch geschrieben, ja gut, wenn du möchtest, kannst du kommen, aber sie wohnte dann immer bei ihm in der kleinen Wohnung, aber dann musst du auch mich versorgen, dann schicke ich Hertha so lange in Urlaub und kannst hier ein bisschen die Büroarbeit machen. Also das ist heute, wenn man das heute liest, unvorstellbar. Aber der Mann war 1887 geboren, das war sein Bild von Frauen. Und leider war das bei den meisten Funktionären dieser Generation nicht viel anders. Ich sage jetzt noch dazu, wenn von Willy gesprochen wurde, dann ist nicht der Willy im Hintergrund hier von mir gemeint, sondern Willy Brandt, die vermutlich für viele auch überraschendste Personalie, also mindestens diejenigen, die jetzt sehr tief noch in den Konditionen des Kalten Krieges stecken. Wie kommt denn jetzt dieser Willy Brandt da eigentlich hin, der spätere Bundeskanzler und Friedensnobelpreisträger? Wir können jetzt nicht darauf eingehen. Das ist jetzt schon der Punkt, wo ich eigentlich... Ich kann das hier auch alles weglegen, wir sind sowieso raus aus dem Konzept. Ist eigentlich der Punkt, wo ich öffnen wollte, schon ans Publikum, aber Frau Studer, Sie haben das Mikrofon in die Hand genommen. Ja, ich wollte noch etwas sagen zur Frauenfrage. So wurde ja eigentlich das auch in der Komintern bezeichnet, die Frauenfrage. Es war für damals, für die damalige Zeit, haben die kommunistischen Parteien, die kommunistischen Organisationen doch schon eine progressive Politik gehabt, also indem sie überhaupt Frauen als gleichberechtigte Mitglieder aufgenommen haben, sich für programmatische Gleichstellung eingesetzt haben und so weiter. Aber sie haben nicht Stereotypen und Normen, konzeptuelle Hierarchien der Geschlechterordnung systematisch überdacht. Also das ist etwas, was man auf später verschoben hat, nicht? Das wird sich dann eben mit dem Ende des Kapitalismus wird auch die Frauenfrage gelöst sein, so dass eben damals sich nichts gelöst hat und eben Frauen zum Teil selbst auch dieses normative Konstrukt internalisiert hatten. Es gibt viele verschiedene Beispiele, auch die erste Frau von Roy, dem Inder, die Stanford-Absolventin Evelyn Trent hat sich ja eigentlich an Roy nicht unterworfen, also die britische Polizei hat eigentlich geschrieben, Evelyn Trent sei kompetenter und wisse mehr über Marxismus als Roy, aber er war die entscheidende Figur. Er hat die Position eingehabt und innegehabt und sie ist ihm gefolgt. Also wo er war, da ist sie auch hin. Diese Hierarchie, die konnte nur in wenigen Fällen durchbrochen werden. Es gab Beispiele, aber die Normen waren doch sehr stark. Ja, angeregt durch Ihre Bemerkung zur Frauenfrage in der Komintern, dieses internationale Frauensekretariat, von dem ja schon oft die Rede war, das existierte von 1920 bis zum 7. Weltkongress 1935,
dann verschwand es aus der Struktur und aus dem internationalen Frauensekretariat, mit dem viele wahrscheinlich den Namen Zetkin verbinden, war in den Händen einer anderen Frau, das war Hertha Sturm. Die hat die Arbeit gemacht. Clara Zetkin war, jetzt Entschuldigung für diesen Begriff, so wie eine Galionsfigur, die dort vorangestellt worden ist. Die Frage ist, es wäre sicher interessant und sinnvoll, mal über dieses internationale Frauensekretariat zu arbeiten und zu forschen und dann zu fragen, was ist denn nach dem 7. Kongress, mit dem ja viele eine Umwälzung in der Kominterngeschichte verbinden, aus diesem Frauensekretariat geworden? Warum wurde aus einer selbstständigen Institution eine Unterabteilung vom EKI, also vom Exekutivkomitee der Kommunistischen Internationale? Es war eine andere Art von Eigenständigkeit, es war eine andere Art der Möglichkeit zu agieren und es wurde praktisch unter Dimitrovs Apparat gestellt. Und in den Dimitrov-Tagebüchern, für diejenigen, die sie kennen, taucht dieses Frauensekretariat als solches sogar über das Ende der Komintern gar nicht mehr auf. Also die Frauenfrage als solche verschwindet mit dem 7. Kongress, der in der Komintern-Geschichte eigentlich als ein Befreiungsschlag gewertet wird. Und das ist ein Paradox, denke ich, das mit Blick gerade auf ihre Darstellung aufgegriffen und untersucht werden sollte. Also das sind alles Ergebnisse der Lektüre und der Arbeit an solchen Büchern. Ja. Also vielen Dank dafür. Ich nur vielleicht nur ganz kurz, also ich denke, die Frauenfrage verschwindet eigentlich schon viel früher. Also 35 nur die formale Auflösung, aber eigentlich seit 1925 gibt es ja praktisch keine Aktivität mehr des Frauensekretariats. Schon früher sind die internationalen Frauenkonferenzen wieder aufgehoben worden, also nicht mehr weitergeführt. Und die Korrespondentinnenbewegung, die es damals ja auch gab, die wurde auch wiederum, die verlief sich. Also das hat sich sehr früh eigentlich schon ergeben, dass das nicht mehr als wichtig erachtet wurde. Vielen Dank bis hierhin. Ich habe eingangs gesagt gehabt, mein Eindruck war gewesen, dass sehr viele von Ihnen sich auch ins Gespräch begeben möchten. Mit den beiden Autorinnen jetzt besteht die Gelegenheit. Du würdest rumgehen? Ja. Bitte gerne. Ja, ist nicht so weit. Ich möchte zwei Bemerkungen machen. Sie haben, Frau Studer, versucht zu erklären, warum die Leute in die Kommentaren gegangen sind und warum sie dabei geblieben sind. Aus meiner Sicht haben Sie aber einen wesentlichen Aspekt vergessen oder zumindest nicht erwähnt, warum die dabei geblieben sind. Die blanke Angst. Die blanke Angst. Und zwar nicht vor dem Gegner, sondern die Angst vor den eigenen Leuten, die Angst vor dem NKWD, die Angst vor dem roten Terror. Ich meine, wenn Hertha Walcher nicht auf ein sowjetisches Tonband sprechen wollte, als sie ihre Auszeichnung bekommen hat, dann ist das doch ihrer Erfahrung geschuldet mit den eigenen Leuten. Ja. Und der zweite Aspekt, den ich doch noch mal zur Diskussion stellen möchte, ist, viele von uns bewegt ja nicht nur die Frage, warum sind die in die Kommentaren gegangen, wie gut waren die Ideen damals, sondern warum ist das alles gescheitert und welche Bedeutung hat das heute? Und ich finde, also ich habe nur das Buch von Regina Scheer gelesen und ich finde, das ist ein ganz wesentlicher Beitrag auch zur aktuellen Aufarbeitung der Geschichte, um die sich viele linke Kräfte noch herummogeln möchten oder sich sogar dagegen wehren. Ich erzähle ein kurzes Beispiel. Hans Koppi, Wladislav Hedler und ich, wir haben so einen Gesprächskreis gegründet zu Leuten, die in der Sowjetunion repressiert worden sind und hatten unter anderem auch vorgeschlagen, diese Gedenktafel am Karl-Liebknecht-Haus anzubringen an die deutschen Antifaschistinnen und Antifaschisten, die in der Sowjetunion repressiert und umgebracht worden sind. Es hat 4 Jahre gedauert,
bevor diese Tafel angebracht wurde. Und wir sind auf heftigsten Widerstand in der Partei Die Linke, vor allen Dingen im Ältestenrat gestoßen, vor allen Dingen bei Hans Modrow zum Beispiel, der der Chef des Ältestenrates war, der Hans Koppi und mich mal zu einem Gespräch eingeladen hat und diese Losung verbreitet hat. Ihr müsst doch immer daran denken, wem nützt es, wenn wir reden? Worauf ich gesagt habe, diese Losung kenne ich, bin ich selber aufgewachsen. Mich treibt die Frage um, wem nutzt es, wenn wir schweigen? Und das sehen wir heute, wenn geschwiegen wird zu diesen Fragen. Die Organisation Memorial, mit der wir das gemeinsam alles aufgearbeitet haben, ist heute verboten in Moskau, ist gleichzeitig Nobelpreisträger. Und ein Verdienst aus meiner Sicht von dem Buch von Regina Scheer ist darzustellen, die ständigen Spaltungen der kommunistischen Bewegung. Die Aktualität dieses Themas muss ich wohl hier niemandem darstellen. Und das wären so meine zwei Bemerkungen. Und vielleicht können Sie auch Ihre Meinung dazu sagen, was das denn für heute bedeutet hier bei uns. Ja, also vielen Dank. Wir haben uns gerade verständigt, wir könnten noch sammeln. Weitere Bemerkungen, da hinten sehe ich einen nächsten Herren. Nee, brauchen wir nicht. Ich mach's ausnahmsweise ganz kurz. Ja? Ich hab ja beide Bücher gelesen, beide Bücher rezensiert und ich bewundere euch beide, Brigitte und Regine, das muss ich nicht ausführen. Was mir auffiel, neben vielen anderen Dingen, das ist, wer einmal ehrlichen Herzens sich zu dieser kommunistischen Internationale bekannt hatte, der kam nicht mehr los. Der konnte mit der Partei brechen, ja? Der konnte ausgeschlossen werden, aber er kam nicht mehr davon los. Das zeigt sich bei Hertha und bei Jakob Walcher, aber das zeigt sich, Brigitte, du hattest Manabendranath Roy und Jules Humbert Ross erwähnt, die ja nun beide höchst lesenswerte Memoiren geschrieben hatten, von der Kommentaren als Renegaten beschimpft worden waren. Und in deinem Buch wird klar, keiner von denen wurde ein wirklicher Renegat. Die gab es auch, aber das waren gewöhnliche Spitzel, über die man nicht weiter reden muss, aber Leute, die versucht haben, diese Bewegung voranzubringen. Die schieden im Schmerz und kamen nicht mehr los. Ich selbst habe sie mal als Grenzgänger des Kommunismus bezeichnet. Isaac Deutscher hat in einem wunderbaren Essay Heretics and Renegades voneinander unterschieden. Ja? Darüber wäre auch nachzudenken. Vielen Dank. Weitere Fragen, Bemerkungen, die wir aufnehmen? Sonst würde ich Sie bitten, darauf einzugehen, Frau Studer, Frau Scheer. Ja, Mario Kessler sagte, keiner von denen war ein Renegat, aber natürlich wurden viele als Renegaten angesehen und behandelt, die in meinen Augen auch keine waren. Und der Umgang bei der Beerdigung von Hertha Walcher hat mitten zwei gesagt, das war im Februar 1991, als die DDR nur gerade untergegangen war, und da sagte mitten zwei von Hertha Walcher, konnten wir lernen, wie man mit Niederlagen umgeht und wie man mit Enttäuschung umgeht. Und das war für mich auch etwas, was ich sowohl im privaten Bereich als auch natürlich im politischen, wo ich denke, da hat sie mir sehr viel gegeben. Weil ich habe das auch, aber ich kann es nicht restlos erklären, diese Verbundenheit mit der Idee und nicht nur mit der Idee, sondern mit den Menschen, die sie verkörpert haben für sie, dass die so ungebrochen war und gar nicht zu brechen war, dass mir haben manche gesagt, die das Buch auch gelesen haben, ja, das war ja auch von denen große Illusionen und eine große, ja, war es auch, aber ich finde, die Welt, ihr habt es ja angedeutet,
sie verlangt danach, verändert zu werden. Und wenn wir heute, vielleicht waren die Wege nicht richtig und diese Art von zentralistischer Revolutionsideologie hat die Welt ganz bestimmt nicht weitergebracht. Aber das wissen wir heute. Aber wir wissen, die Fragen stehen noch immer noch wie am Anfang des 20. Jahrhunderts. Ich habe darauf auch keine Antworten, aber ich bin voller Bewunderung und Zuneigung und auch, man kann sagen, Liebe zu einzelnen dieser Menschen, die so gelebt haben. Und außerdem waren das auch wirklich, ich weiß nicht, ich habe ja mal auch ein Buch geschrieben über die Herbert-Baum-Gruppe, über diese jüdische Widerstandsgruppe. Das waren ganz junge Leute, 17, 18 Jahre alt. Und wenn man sich mit deren Geschichten beschäftigt, ihre Briefe liest, dann hat man den Eindruck, das waren irgendwie ganz besonders begabte, starke, gute Menschen. Vielleicht hat die Zeit sie so gemacht. Und den Eindruck habe ich manchmal bei unseren Protagonisten auch. Danke, Frau Studer. Ja, also das würde ich auch unterstützen. Also es ist die Frage des Lebensalters. Viele dieser Aktivistinnen und Aktivisten, also die eben 1920 nach Moskau gefahren sind am Zweiten Weltkongress, also die waren jung, zwischen 20 und 40 Jahren Maximum, also die meisten waren eher um die zwischen 20 und 30, so 25 ist wahrscheinlich das Durchschnittsalter. Also es ist ein prägender Moment durch die Jugend und dann die Erfahrungen, die sie gemacht haben, dieses Kollektiv, die Solidarität, das gemeinsame Ziel, das hat sicherlich die Psyche stark geprägt und sicherlich auch Menschen, die sehr sensibel waren in Bezug auf die Umwelt, auf das, was man für die Gesellschaft tun kann und tun soll. Das ist sicherlich so ein Charakteristikum der ersten, der jungen Kominternmitglieder gewesen, also die sich engagieren wollten. Ja, denke ich, das sind, und vielleicht noch die Frage der Angst, also sicherlich, aber das hat natürlich nur für diejenigen eine Rolle gespielt, die in den 30er Jahren in der Sowjetunion lebten. Für die anderen, in anderen Ländern ist die Angst nicht jedenfalls in diesem Sinn, dass es sie gezwungen hätte, weiterhin bei einer Partei zu bleiben, an die sie nicht mehr geglaubt haben, hat sicher keine Rolle gespielt. Aber Ihr Epilog heißt die Überlebenden. Was hat es denn, also im Prinzip klang es ja bei dem einen Redebeitrag auch schon an, was hat es denn mit den Menschen gemacht, bei der Kommentaren gewesen zu sein? Also ich würde sagen, es gab drei weitere mögliche Entwicklungen. Also Menschen, die gestorben sind, also in meinem Korpus sind ja ein Drittel der Menschen hatten einen gewaltsamen Tod von diesen 320 Menschen, die vorkommen. Und die Mehrheit also nicht durch den Nationalsozialismus, sondern durch den Stalinismus. Dann der Austritt aus der Partei, aus der Komintern oder der Ausschluss. Und da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder bleiben die Menschen auf der linken Seite, eben wie Hertha dann in zig verschiedenen linken sozialistischen Organisationen, oder sie engagieren sich antikommunistisch. Da denke ich, ist Margaret Buber-Neumann ein gutes Beispiel, sehr erklärlich aus ihrer Biografie, aber das ist so der andere Lebensweg. Und dann gab es diejenigen, die zur Partei treu geblieben sind, und das waren doch auch einige, ich meine Dimitrov natürlich, aber auch die Pieks, die Ulbricht. Julien Berdrot, auch bis zu einem gewissen Grade, ist immerhin bis 1943 in der Komintern geblieben. Aber auch westliche Kommunisten wie zum Beispiel Vittorio Vidali, der dann Karriere gemacht hat in der PC. Also solche Karrieren gibt es auch. Ich würde sagen, es sind diese drei Möglichkeiten: früher Tod, Austritt oder Ausschluss
oder weiterhin Treue zur Partei. Aber prägend war sicherlich diese Erfahrung in der Komintern. Ich will noch sagen, wir haben heute natürlich vor allem über die Komintern geredet, aber mit dem Ende der Komintern war ja die Bewegung nicht weg. Und auch für viele, die die Komintern verlassen haben, die sind ihren Idealen treu geblieben. Sie waren der Meinung, die Komintern hat ihre Ideen verraten. Und es gab ja dann viele Versuche, also aber das ist ja heute schon gesagt worden. Vielen Dank, ich habe zwei weitere Meldungen. Da hinten habe ich nur diesen einen, genau, Dankeschön. Ja, vielen Dank erstmal für die schönen Bücher und für eure Redebeiträge. Ich glaube, es ist wichtig festzustellen, dass Stalinismus kein Schicksal ist und kein Schicksal war. Und die beiden Bücher, so unterschiedlich sie auch sind, haben ja klar gemacht, welche Möglichkeiten es gegeben hat. Und ich glaube, ein Grund, warum Menschen sich in der Komintern für den Kommunismus, für den Sozialismus engagiert haben und engagieren, ist der Grund, dass Zukunft gestaltbar ist. Und auch wenn die Komintern selber dann sich anders entwickelt hat, das war von vornherein nicht klar und es ergibt sich auch nicht unbedingt aus den Strukturen. Wir sind heute natürlich klüger, aber es gab immer historische Momente, es gab die auch in der DDR ganz oft, wo eine andere Richtung hätte eingeschlagen werden können, wo eine andere Fraktion hätte gewinnen können, dass die Genossen um Ulbricht und Pieck und so weiter hinterher in der DDR dann gewonnen haben. Ja, war vielleicht auch nicht die beste Lösung. Es hätte vielleicht auch andere Möglichkeiten gegeben. Und all das, denke ich, also aus den Büchern, es sind historische Bücher, aber eben nicht nur. Es sind auch Bücher, die zeigen können, was heute anders gemacht werden kann. Und ich glaube, ein Punkt ist noch nicht gefallen, das ist nämlich die Nationalisierung. Brigitte, du hast am Anfang ein bisschen erwähnt, dass du gesagt hast, diese globale Version der Welt, dass man Weltbürgerin ist, dass man universalistischen Anspruch hat, nicht nur die Arbeiterklasse zu befreien, sondern alle Menschen und auch eben alle Länder, dass die Genossinnen kein Vaterland haben. Das ist heute auch wieder ein Punkt, der gerade auch in der Linken eine große Rolle gespielt hat mit der Abspaltung. Und ich glaube, ein Punkt, mit dem wir uns auch heute befassen müssen, der auch immer in eine falsche Richtung geht. Und dieses ganze internationalistische Element, das ihr beide so stark macht in den Büchern, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt für heutige Politik. Dankeschön. Dankeschön. Andreas, gibst du gleich weiter, bitte. Ja, ich wollte mich auch für die beiden Bücher bedanken, auch für die tolle Podiumsdiskussion und auch für die Vorredner mit den Fragen. Da wollte ich auch anschließen und zwar doch nochmal ans Podium die Frage stellen, warum die linke Bewegung jetzt im weiten Sinne, ich will mich jetzt nicht auf eine Strömung beziehen, keine Kultur der Niederlage hervorgebracht hat und auch keine politische Methode, mit Niederlagen umzugehen politisch. Und da würde ich jetzt als Hypothese, da müsste man meines Erachtens, das fand ich jetzt sehr gut, dass auch methodisch die beiden Bücher mit dem Bild von Fluss und Fisch charakterisiert wurden, ob man da nicht, um das rauszukriegen, und da ist bislang noch keine, klar, es wird beklagt und es wird eingefordert, aber eine wirkliche handhabbare Erklärung, gerade für die Gegenwart, in der wir ja auch Niederlagen haben, mit denen wir umgehen müssen, ob man da nicht Fluss und Fisch zusammendenken muss, also analytisch, natürlich vielleicht auch noch andere Bereiche, aber da würde mich doch die Antwort oder die Hypothese von euch auf dem Podium interessieren, warum hat die sozialistische oder kommunistische Bewegung eben keine Kultur der Niederlage, Umgang mit Niederlagen hervorgebracht und auch keine Methode der politischen Arbeit damit? Vielen Dank. Wer von Ihnen beiden fühlt sich berufen? Frau Studer, Sie müssen ran. Also es lag auch etwas im Kommunismus, das man als Dogmatik bezeichnen kann. Und also die es gibt ja dann auch dieses was man so sagt, und das, denke ich, gilt eben auch für die Kommunisten. Man hat es von den Trotzkisten gesagt, es gibt drei Trotzkisten und vier Fraktionen. Oder man kann das auch von den Kommunisten sagen. Also es war dieses,
Falschen um die absolut korrekte Interpretation von Texten, die oft auch die, eine Realitätsblindheit mit sich gebracht hat. Das ist in Ihrem Buch, Frau Scheer, sehr, sehr eindrücklich dargestellt, wie diese Menschen, die aus der Kommunion ausgetreten sind oder ausgeschlossen worden sind, zuerst die KPDO gründen und dann, ich kann es nicht mal jetzt chronologisch sagen, aber es sind dann so viele verschiedene Organisationen, am Schluss sind noch drei Mitglieder in jeder Organisation drin, aber man hat die richtige Linie. Ja, und das ist so eine Dynamik gewesen, sicher nicht einfach ein Fatalismus, aber eine Dynamik, aus der sich die Leute offenbar nicht von der sie sich nicht lösen konnten. Aber dann sind sie zurückgegangen, haben 1946 geglaubt, die Einheitspartei würde diese Spaltung aufheben und endlich ist der Traum der deutschen Arbeiterklasse wieder in einer. Aber dann war es wieder nicht so und die Ausgrenzungen gingen weiter und die Spaltungen und der Dogmatismus und die des Falschen um Begriffe. Damit sind wir ja alle groß geworden mit den, so wurde ja, ich hatte das Glück bei mir nicht an der Humboldt-Uni, ich hatte zum Beispiel Wolfgang Heise als Lehrer, aber in der Regel wurde der Marxismus genau so gelehrt, als ein Dogma, was man zu erlernen hat und wo man die richtigen Antworten geben muss, bevor die Fragen überhaupt verstanden sind. Aber vielleicht, wenn wir jetzt nicht von mit Methode sprechen, Niederlage zu verstehen und also in dem anderen Aufsteller war auch Rosa Luxemburg zu sehen. Rosa Luxemburg sagte ja auch, es sind nicht die Siege, es sind die Niederlagen, aus denen wir lernen müssen und aus denen wir auch lernen können und nur auf diese Weise kann auch gelernt werden. Vielleicht versuche ich diesen Einwurf auch nochmal umzudrehen und die Gelegenheit zu geben, zu sprechen. Was ist denn jetzt da titelgebend in Ihrem Buch Bittere Brunnen? Vielleicht kommen wir auf die bitteren Brunnen zu sprechen, wenn wir uns genau diese Frage stellen. Also das geht zurück auf den Talmud. Also im zweiten Buch Mose gibt es die Geschichte von dem bitteren Brunnen von Mara. Das ist nur ein kleiner Abschnitt, der aber sehr symbolträchtig ist. Also das halb verdurstete Volk von Israel eilt, irrt durch die Wüste auf der Suche nach dem Garten Elim mit den 60 Brunnen und den wunderbaren Palmen und also dem Paradies. Und sie kommen endlich halb verdurstet an einen Brunnen, aber das Wasser ist nicht genießbar. Und sie sind verzweifelt, sie glauben sterben zu müssen, sie beschimpfen Moses, ihren Anführer, aber der sagt, nur die Tat kann uns retten. Und sie suchen dann irgendwelche Wüstenhölzer. Ich habe mir sagen lassen, dass es wirklich so funktioniert, dass man in bestimmten verfaulten Wassern, wenn man da Hölzer reinwirft, gehen die Substanzen da in das Holz und das Wasser schmeckt dann zwar nicht, aber man kann es trinken und verdurstet nicht. Und so machen sie es dann auch und irren weiter, immer noch auf der Suche nach dem Garten Elim. Und das schien mir, diese Geschichte hat Hertha mir erzählt, die hat sie in ihrer Kindheit schon gehört und mir schien das wie ein Bild für die Kommunisten dieser Bewegung, die deswegen der Titel Bittere Brunnen. Aber eigentlich, wir sind ja fast am Ende. Ich will eigentlich nicht so pessimistisch ändern. Sagen Sie mal was. Ja, jetzt plötzlich bin ich in dieser Optimistenrolle. Also als Historikerin ist das sowieso immer schwierig, nicht? Weil die Vergangenheit ja nicht immer positiv ist und ich meine die Zukunft. Okay.
Ja, die Frage, warum, ich meine, das könnte man ja nicht generell über die Linke, aber ganz speziell natürlich über den Kommunismus, die Frage einer Niederlagenkultur oder vielleicht einfach ein Lernen aus Niederlagen, weshalb hat das nicht funktioniert. Das eklatanteste historische Beispiel ist natürlich 1933 in Deutschland, wo die Komintern ja keine Selbstkritik gemacht hat in Bezug auf, was in Deutschland 1933 geschehen ist und vor allem eigentlich vorher. Erklärung liegt meines Erachtens eben darin, dass man so sehr auf die Texte vertraut hat, einerseits dieses Weltbild, das sich so entwickelt, quasi aufrollen lässt wie eine Schnur, man muss nur daran ziehen und dann geschieht schon das Richtige, das ist das eine. Und das andere, ich denke, es ist nicht nur eine Frage der Ideologie, des Selbstverständnisses, sondern auch, als Historikerin würde ich sagen, es ist nie etwas einfach vorgegeben, sondern die Geschichte der Komintern, wo in der sich immer mehr dieses Regieren durch Direktiven, durch Befehle von oben etabliert hat im Stalinismus, wo man nicht mehr etwas in Frage stellen kann, wo Optionen nicht mehr vorhanden sind, wo es nicht mehr möglich ist, demokratisch über Möglichkeiten zu diskutieren. Da kann man auch nicht reflektieren, was denn eigentlich falsch gelaufen ist. Denn dann muss man sagen, ja, man hätte auch die Dinge anders machen können. Das heißt, die Hierarchie ist im Irrtum. Und das ist etwas, was natürlich in einer Autokratie, in einer Diktatur nicht möglich ist. Ich fand es auch nicht so pessimistisch, was Sie gesagt haben, Frau Scheer. Und es ist auch nur ein Leitmotto, das sich durch das Leben von Hertha Gordon Walcher zieht. Es sind auch noch andere, unabhängig davon, dass sie auch also wirklich poetische Metaphern verwenden, wie vom Hauch der Geschichte, wenn er vorbeikommt, ist ja doch nur ein Lüftchen. Ich bin da wirklich ganz, ganz begeistert. Ein weiteres Motto ist, glaube nicht so sehr den Begriffen, sieh selbst hin. Das zieht sich auch durch und es zieht sich genauso durch, sei ein Mensch. Als eine ganz grundsätzliche Prägung, die dann auch das Leben weiter bestimmt von Hertha Gordon Walcher. Es ist der letzte Aufruf, ins Gespräch zu kommen, Fragen zu stellen. Das führt genau dazu, dass wir auf die Minute hin pünktlich schließen. Ladislav, möchtest du noch was sagen?